Ein weiser Mann hat einmal gesagt, keeping it alive and continue to be flying like an eagle to my destiny. Das war Fred Durst und wir spielen heute Destiny. Wahnsinn, wir spielen zu dritt Destiny mit Fritz. Hallihallo. Mit Martin. Tach. Und mit mir, Michi. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, euch in dieser ersten Session jetzt nur mal die Perspektive von Fritz zu zeigen und dann später mal durchzuwechseln. Wir sind uns auch gar nicht so recht sicher, ob wir von Anfang an schon zu dritt im Multiplayer spielen können oder ob das wie in der Beta ist, dass man am Anfang so eine Phase alleine spielt. Aber das wird sich jetzt alles eingrooven. Wir spielen auf der PS4 und es ist heute der Tag vor dem offiziellen Release um 1000 Uhr. Jetzt wir haben uns das. Jetzt jeder schon, bauen uns gerade unseren Charakter. Ich spiele hier den Warlock. Michi spielt den Hunter oder Jäger. Ja. Und der Fritz spielt den Titan. Ich spiele den Titan. Ich wähle den mal aus und kann jetzt hier auch noch ein bisschen einstellen, wie der so sein soll. Ich will natürlich lieber eine Dame spielen. Kann mir hier, also der, wir haben das auch so aufgeteilt, dass ich nehme einen Mensch. Martin nimmt, glaube ich, einen passend von diesen, zur von späten Uhrzeit, nämlich eine Erwachten. Genau, eine erwachte Frau. Und erwachte Michi Frau. Nimmt ein Exo. Ja. Wie die aussehen, was die machen, seht ihr dann quasi in den Phasen, wenn wir die anderen, mal zeigen. Das ist völlig zeigen. Anderes. Hier kann man dann so ein bisschen die Gesichter durchschalten. Schauen wir mal, was sich hier so nehmen kann. Sieht aus wie der junge Fritz. So. Ich will mich ja gar nicht unbedingt so lange dran aufhalten. Damit ihr euch übrigens nicht wundert, wir sitzen alle drei im gleichen Raum. Wir machen hier so ein bisschen LAN-Party. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gerade total euphorisiert. Ich finde das gerade total gut. Super. Das ist richtig cool. Ich bin noch nicht so richtig erwacht, aber es kommt bestimmt noch. Das kommt alles noch. Das kommt noch. Boah, du suchst doch die Brille, oder? Ich such die Brille, ja. Mann, verdammt. Nimm ich denn nicht hier sowas ganz Helles? Und es ist ganz schön wenig an Auswahl, was man so hat in der Customisierung. Der Titan, du hast weniger Frisurauswahl. Du siehst jede Woche gleich aus. Der Titan trägt Prada, oder? Boah, das sieht aus wie die Dings gerade, die Nova Prime gerade, ja, mit der Frisur. Glenn Close. So, Gesichtsfarbe, da mache ich jetzt mal nicht so viel. Schließen wir das mal ab. Abschießen. Und los geht's. Das ist ein Abschießspiel. Willkommen bei Destiny. Bei dem Moment beim Soundtrack immer eine Gänsehaut. Der O'Donnell hat's drauf. Ich dachte, das ist Paul McCartney. Wir nannten ihn den Reisenden. Der kommt noch. Und seine Ankunft ist denn so ein Song? Candle in the Wind. Genau der war das. Eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende,
hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Ach stimmt, das war ja Elton John. Das gerade eben, oder was? Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was meint er denn? Oh, das geht schon super los. Das war dieses Lied, als die Kim Kardashian damals einen Autounfall hatte. Mit Michael Schumacher. Ja, Elton John hat die Musik von den Bösen gemacht. Kommt nachher noch. Jetzt lad mal hier. Michi und Martin sind übrigens schon weiter, die Schweine. Nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. So, jetzt darf ich. Als erste Amtshandlung wird mal das Gamepad umgestellt. Das geht ja wohl mal gar nicht. Wie ist das bei dir eingestellt? Bitte? Ich habe das hier Bewegungen und Umsehen. Das muss ich umstellen. Du bist ein Gamepad-Inverter. Ja, ja, ja. Nee, wieder den Untertitel anmachen? Nee, lass mal aus. Wenn es auf Deutsch das passt. Lass die aus. Nö, ich brauche die bei sowas. Okay. Wir müssen weg hier. Nein, also sonst quatschen wir wieder irgendwo rein und dann passt das nicht. So, umsehen, umkehren. Was willst du denn jetzt? Du willst das Dings umdrehen. Warum sehe ich... wieso ist denn das so unten? Ich krieg's nicht hin. Sag mal, bin ich blöd? Klicksteuerung. So rum, umgekehrt. Nicht umgekehrt. Wir sterben. Vertrau mir. Erster Bosskampf geschafft. Gut geht's los. Willkommen in Alt-Russland. So sieht's da also aus. Das ist eine Ukraine, wie es aussieht. Schön. Schön da. Ist doch neu. Machen wir Russland. Keinen Urlaub. Hier bleiben wir nicht. Wie heißt das? Alt-Russland? Alt-Russland. Ja, Ukraine ist ja Neu-Russland. Ja, genau. Fast. Das Kosmodrom. Das war hier die Gegend aus diesem ersten Trailer damals, ne? Diese lange Sequenz. Das ist auf dem Gebiet. Und aus der Beta. Wow. Und aus der Beta. Alpha. Nee, in der Alpha nicht.
In der Alpha war diese Öffnung nicht mehr drin. Naja, aber man hätte da auch hingehen können. Wollte Fahrradkette. Wollte gerade sagen. Lass mich nachdenken. Du brauchst deine Ist dir das aufgefallen, wenn du da reinmarschierst? So, du bist doch nicht an der Stelle. Jetzt bist du gleich an der Stelle. Ja, was kann mir hier auffallen? Ich hier reinmarschiere? Wirst du gleich vielleicht. Ich will es nicht vorwegnehmen. Also, mir ist zumindest in der Beta ist es mir nicht aufgefallen. Bei dir macht es das gar nicht. Was denn? Was könnte das denn? Bei mir hat das Gamepad von der PlayStation, sobald ich ins Dunkle gegangen bin, ist halt weiß geworden. Wie eine Lampe, die so nach vorne leuchtet. Nee, so weiß-rötlich ist es bei mir. Du meinst diesen kleinen Lichtbalken. Ja, aber normalerweise hat der eine neutrale Farbe oder halt bunt und dann ist er wirklich hell weiß leuchtend. Jetzt geht bei mir ein Licht an. Falls ihr euch wundert, wir müssen hier erst diesen Prolog spielen, bevor wir dann zusammenkommen können. Und das spielt jetzt jeder von uns einzeln auf seiner PlayStation, bevor wir uns dann in der Stadt treffen werden. Jetzt geht hier das Licht an. Sie jagen uns. Hier, ein Gewehr. Schnapp es dir. Fritz, du hast das mit Daniel schon die Beta geletzplayt, ne? Nee, wir haben die Alpha geletztplayt. Die Alpha geletztplayt. Hast du die Beta gespielt? Die Beta habe ich auch ein bisschen gespielt, ich hoffe, ja. Du weißt, wie man das Ding ich habe auch die Alpha und die Beta gespielt und Martin hat es noch gar nicht gespielt. Korrekt. Ich muss mich hier voll keine konzentrieren. Perfekte Voraussetzung. Was war das? War bestimmt gleich Gegner, die ich weg. Ach, schon hübsch. Schießern muss. Kann man nichts sagen. Das ist echt hübsch. Sag mal, habt ihr das auch richtig verstanden, das Intro? Da sind die doch, da geht's doch los mit. Oh, jetzt wird hier gekämpft. Dass man tot ist? Nee, das davor noch. Das ist doch Mars. Der Mars Present Day, also heute. Mhm. Aber wann genau soll denn das dann sein? Weil das ist doch eindeutig in irgendeiner Vergangenheit gewesen. Ja, es ist Present Day, ist praktisch unsere Gegenwart. Ja, aber wir sind und ja nicht andere spielt in der Zukunft. Aber von uns ist ja nichts in der auf dem Mars. Oder habe ich was verpasst? Ja. Das wäre halt dann also jetzt welche die Gegenwart bezieht sich das denn? Na, was das halt in unserer greifbaren Zukunft ist ungefähr. Mhm. Das heißt, wenn wir es jetzt mal schaffen, eine bemannte Mars-Mission zu machen, dann wartet der da schon. Finden wir da den Traveler und dann ist alles toll. Okay. Dann regnet es übrigens auch auf dem Mars. Mhm. Wir fahren übrigens sicherheitshalber, weiß ich jetzt schon, mit M16 Sturmgewehren auf dem Mars, nur für alle Fälle. Making friends the American way. So. Habt ihr auch schon Freunde gefunden? Ja. Ich finde hier so gefallene Freunde. Geächtete. Ach, geächtete, so rum stimmt's. Und Vandalen habe ich auch schon. Und die schießen hier gerade fleißig zusammen. Ich glaube, ich mache alles total super. Tut mir ein bisschen leid für die Leute, dass die bei mir nicht zuschauen können. Tut mir auch ein bisschen leid. Weil ich hier schon ein bisschen die Skillshots mache. Was sagst du nur so blöd? Schießt hier gleich nachher die Mütze weg. Ein Sterbemonitor nach dem anderen. Das ist ein Koop-Spiel. Ja, und ich gewinne. Ja, was ist sowas von? Ich schieße hier echt die Mütze weg. Wir können es auch bestimmt duellieren in der Stadt oder sowas. Das geht bestimmt. Ja, wir können uns auch hier direkt nebeneinander duellieren. Du sitzt in Schlagreichweite. Ja, hörst du, wenn der Fritz wieder bei deinem Spiel nichts kann? Oh, was habe ich jetzt hier gefunden? Transportiert. Prediger Typ 20. Den kann ich doch wahrscheinlich... ach genau, das ist hier das ist der Ghost, der uns begleitet. Ein Beutedepot habe ich jetzt auch gefunden. Im Vergleich, weil wir gedrückt wollten. Ich habe einen Prediger Typ 21 gefunden. Irgendwie spiele ich wohl besser. Schade, dass wir das nicht sehen. Lichtsensorminen, bloß Depp. Nicht berühren. Depp kann man da. Das ist eine Shotgun, sagen. Oder? Ja, ist eine Shotgun, ja. Und die lädt unglaublich langsam nach. Zack. Dafür teilt sie anscheinend ganz gut aus, möchte ich mal behaupten. Man kann sich dücken. Ja, Michi ist ein bisschen weiter. Martin ist in meiner Nähe eigentlich. Martin war halt so klug und hat gleichzeitig das Intro-Filmchen gestartet, dass sie ungefähr synchron sind. Ich strebe schon wieder rum. Ich merke aber gerade eben, es hat mir überhaupt nichts gebracht, diese Beta zu spielen. Wieso? Nämlich absolut nichts davon irgendwie behalten. Das Einzige, was man behalten würde, ist, wenn man während der Beta-Phase an diesem einen Abend diese Mondmission mitgespielt hat, die es für einen Abend gab, dann hätte man so ein spezielles Fähnchen bekommen. Genau an dem Abend hatte ich aber Besseres zu tun. Fähnchen Fieselschweif. Au, Säcke. Ich dachte, mitbekommen meinst du, dich an nichts erinnert. Nee, das ist ja stehen im Endeffekt, hätte ich die Beta nicht spielen müssen. Ich bin schon gestorben.
Das erste Mal gestorben. Wenn Michi sagt, dass er das Beste zu tun hat, dann hat er auch irgendwann mal endlich mal ein Date gehabt in den letzten 17 Jahren. Wenn er das schon hier so demonstrativ. Scharnutze. Da hatte ich etwas Besseres zu tun. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mann, so ist das kein Singleplayer-Spiel. Jetzt schon doof. Wir spielen doch nicht mal zusammen und ich hasse euch schon. Die Shotgun ist aber voll geil. Also die hat voll das geile Feedback, wenn du die reinschießt. Wie ist die halt wegzimmert. Das hat alles irgendwie total geiles Feedback. Ja, mein Gelaber außer auch. Außer ihr. Wo kommt her, ihr? Granate, Granate. Haben wir eigentlich schon Spezialfähigkeiten? Nee, die Scheiße. Wechseln wir nochmal die Waffe? Mit nee. Y. Dreieck. Okay, aber PlayStation. Achso, das hat tatsächlich mehr geholfen in diesem Fall. Wir sind Experten. Ey, ich will Granaten werfen. Das muss auf dem Fest werden, ey. Granaten kriegst du dann erst als Fähigkeit, aber relativ bald. Ich glaube, das ist die erste, die du kriegst. Ja, ich habe gerade eben Granaten gekriegt. Naja, du bist extra toll. Verstanden. Du bist schon gestorben. Peinlich, peinlich. Ja. Haben wir hoffentlich einen Counter dann auch und alle solche Geschichten. Irgendjemand wird schon mitzählen. Au. Säcke. So. Habt ihr denn auch fleißig irgendwelche Vorbesteller-Boni abkassiert? Ich spiele ja auf Daniel zu kauen. Ich weiß nicht, was der so, der so abgegriffen hat. Anscheinend nicht viel. Sie dürfen das Spiel spielen. Ich habe gelesen, dass es irgend so einen total perversen Vorbesteller-Bonus gibt. Wenn du das und Ghosts, wie heißt das neue Call of Duty Advanced Warfare vorbestellst, kriegst du in Destiny eine Sonnenbrille, die aussieht, als wäre sie aus Call of Duty. Nein. So, doch, ohne Scheiß. Oh Gott. Bitte bestellen Sie zwei Spiele gleichzeitig vor und in einem ein total nutzloses Kleidungsstück zu bekommen. Das ist super, ey. Ach, pappalapapp, stimmt schon. Die Kluft. Unten ist Erfahrungsbalken, oder? Diese grüne Leiste. Ja. Ja. Und oben ist meine HP. Ihr quatscht mir hier immer voll in die Zwischensequenzen rein. Ne? Das schaffe ich sonst immer nur alleine. Du bist ja schon viel weiter als ich, ne? Wow. Gerade vorsichtiger gekämpft. Bei mir explodiert gerade die Welt. Nee, da kommt ein Raumschiff rein. Du bist gerade unter freiem Himmel. Und danach explodiert geil, die Welt. Die Skyboxen in dem Spiel sind. Ja. Und vor allen Dingen, die bewegen sich ja komplett dynamisch. Also man kann sich hier einen Tag lang hinstellen, einfach nur zugucken. Da passiert immer was anderes beim Wetter. Cool. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ich habe irgendwo mal so einen Zeitraffer gesehen. Jetzt kommen hier lauter riesengroße Schiffe rein. Das ist mal cool. Du musst uns da vorbeibringen. Wir müssen uns dran vorbeibringen. Ich muss überhaupt nichts. Ich darf vielleicht. Das sieht schon echt geil aus. Okay. Diese Konsolen, die können nichts. Geiler Scheiß. Zack, hier. Jetzt kommen bei mir auch gerade die ganzen Raumschiffe an. Michi ist schon fertig. Ja, Pech, dass er das bei uns sehen mit dem müsst. Spiel. Kurzes Let's Play. Tschüss. Hübsch, aber kurz. Tschüss. Kämpf dich durch die Gefallen. Durch die Gefallen muss man sich auch durchkämpfen. Also mit der Faust durch. Ja. Was bin ich denn als Titan? Bei mir stand, ich bin so der Vorkämpfer, der immer vorläuft und die Kugeln einsammelt. Du kannst halt so Rumhau-Fähigkeiten machen, dass es alle weghaut, aber du stehst halt eigentlich immer vorne drin. So. Alter, wie viel sind das denn? Au! Martin kann so Kraftfeldzeug rumschießen Martin und ich kann so scharf schießen und mit so einem Revolver so Sachen machen. Mit so einem Revolver? Was ist denn das für eine Sprache? Au, jetzt geht er nach. Ich glaube, ich sterb gleich. Ja, halt, auf YouTube habe ich gelernt, dass es heißt mit so einem Revolver. Ja, so. Und warum hast du es dir nicht gemerkt? Ich weiß, tut mir leid. Ja, siehst du? Diese Vandalen. Und dann hier die Gegner im Spiel. Haben sie umbenannt. In der Beta hießen die nämlich erst Rabauken und tun nichts Gute. Gute. Das wurde wäre auch viel besser. Ja. Nein, jetzt holen die den jetzt nach. Depp. So, geht mal hier weg. Ja, normalerweise spielen wir das dann zusammen. Da hinten, ne? Das wird dann der Teil, ab dem es dann nicht mehr lustig ist. Ich will überhaupt nicht mit euch spielen. Das macht voll Spaß gerade. Vielleicht können wir uns andere Freunde suchen, das denen wir gut. Das dann spielen. Wenn wir dann in zukünftigen Folgen tauschen wir dann natürlich auch ein bisschen die Spieler durch. Let's play together alone. Aber mit anderen eben. Dann sieht man, wie jeder von uns mit anderen Leuten spielt. Oh. Ich batze die alle weg. Boah, like a boss. Du Sau. Und den Nahkampf. Das Geile ist dann, wenn ihr dann tatsächlich mal Martins Live-Let's Play seht, sein Mitschnitt, immer nur sterben. Ich bin noch ein einziges Mal gestorben. Ich habe jetzt hier gerade die Schweber, die hat so aus dem... Oh, ich bin Level aufgestiegen. Ist da oben, ist das die Lebensleiste? Du kannst eine deiner Fähigkeiten verbessern durch Optionen. Halt du hast wie bei Halo halt ein Schild. Also das ist dieses Weiße, oder was? Das ist Weiße. So, jetzt genau. Wird das mal aufgelevelt, also seid ruhig. Jetzt hier, gibt's was zu lernen, Details.
Und wenn das Schild noch ist, wenn das Schild aber leer ist, dann bin ich tot oder habe ich noch ein Lebens? Dann hast du noch ein bisschen Leben, aber dann ist es meistens bald vorbei. Also schau, dass das Schild nicht leer geht. Also ich habe jetzt hier meine Granate, die ich freischalte. Das ist meine erste Fähigkeit als Stürmer. Die kann ich dann mit L1 werfen. Das ist übrigens meine Figur hier. Man hat den Helm ja draußen nie ab. Also man sieht die Figur nicht. Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Ja, mal gucken, ob es hier immer noch diese schwarzen Türen gibt, die es in der Beta noch gab. So, welche meinst du? Irgendwelche Türen, die so einfach ins Schwarze reingingen. Oder nichts war. Das sind ja hier diese, wie sagt man, die Einstiegspunkte für die Gegner. Statistenaufgänge. Ja, ja. Ich glaube, die gibt es immer noch. Aber sie hatten, es gab hier in der Beta mehrere Tunnel und Eingänge zu Gebieten, die für viel hochleveligere Spieler gedacht waren, wo du halt in der Beta nicht rein konntest. Da müsste man ja jetzt hier dann irgendwie. Kann man da nicht in der Alpha nicht rein und in der Beta kann man dann rein? Nee, in der Alpha waren sie gar nicht erst drin. In der Beta sollst du da halt nicht rein, weil da so starke Gegner drin sind. Verstehe. Haben wir jetzt alles gleich gekriegt? Haben wir alle eine Granate gekriegt? Die Granaten funktionieren, glaube ich, leicht unterschiedlich. Aber haben wir im Prinzip alle, haben wir jetzt erstmal eine Granatenfähigkeit bekommen beim ersten Level up. Ja. Okay. Das ist ja auch eigentlich das Einzige, was da drauf liegt. Ne? Man baut die dann eher aus oder um. Genau, du baust sie aus und du kannst später, kannst du dann entscheiden zum Beispiel, dass die halt irgendwie mit Sticky Grenade ist oder mit Countdown oder wie eine Mine funktioniert. Hat man denn nur bestimmte Anzahl von Granaten? Oder wie die lädt immer wieder auf. Das ist eine Fähigkeit. Tschüss, Mädels. Die kannst du auch verbessern, also dass die schneller auflädt. Man, das sieht ganz schön cool aus. Das ist wie so ein Gravitationsfeld oder so, wie ein kleines schwarzes Loch dann. Mhm. Das baue ich auch so aus, habt ihr es? Ja, ich habe so eine ganz normale Granate. Nee, Martin hat schon die Zaubergranate. Ja, das würde wirklich in der Tat die immer leuchtet, passen. Die leuchtet im Dunkeln, man muss mal genau hingucken. Die es jetzt noch nicht wissen, der Warlock ist tatsächlich so eine Art Zaubererklasse, oder Michi? Du kennst dich ein bisschen aus? Ja, so in der Art. Nur, dass er trotzdem noch ein Gewehr mitbringt. Wo bleibt denn hier mal meine Granate? Der ist halt schlau. Die soll halt mal aufladen. Irgendwo die Aufladezeit, das ist links da, dieses... Das ist dieses kleine Symbol in der Ecke. Auf der linken Seite das, ne? Ach, jetzt kommt der Erste, der auch ein Schild hat. Rahn, der Teufelskapitän. Du bist jetzt auch gerade an dem Raumschiff, ne? Ja, bei dem Rahn, den Teufelskapitän. Genau, da hängt ja im Hintergrund so ein Raumschiff und das, da sollen wir hin. Liebe Leute, ich möchte... Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Ah. Jetzt wird's schön. Michi wollte schon irgendwas sagen, aber gibt's nicht. Das liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. So, jetzt habe ich diesen ersten Abschnitt geschafft. Jetzt dürftet ihr gar nicht mehr so weit weg sein. Bei mir läuft gerade noch die Zwischensequenz, also ich bin auch gleich dabei. Und Michi ist ein bisschen weiter. Menü. Ich drücke jetzt hier einfach mal fortsetzen, um die ganzen Details hier, um die kann man sich ja später kümmern. Wollen wir mal schauen, ob wir uns in der Stadt dann finden oder ob man sich erst irgendwie über Freundschaft anmelden muss. Wir sind auf jeden Fall alle irgendwie befreundet miteinander. Zumindest hier im Internet. Aber das Internet ist ja auch eine Parallelwelt, eine Scheinwelt. As long as there's a record deal, we'll always be friends. habt ihr verstanden, wer wir sind, so als Figur? So, weil wir doch wiederbelebt sind und lange tot waren? Sind wir jemand Besonderes anscheinend. Wir sind die letzten Verteidiger der letzten Stadt, der letzten Arschlöcher.
Ja, gegen diese komische Dunkelheit. Ja. Und Dunkelheit das ist wie gut, immer, das weiß ich bin ja immer der Letzte. Mein Gott, das war halt erst ein Halo-Spiel, dann haben sie halt alles umbenennen müssen. Und jetzt ist es halt irgendwas mit Guardians und Dunkelheit und. Auf die Galaxy. Aber schön ist. Also schön ist die Show. Das ist echt geil. Also das haben sie da schön hingekriegt. Ja, auch die ganze Lichtstimmung. Der ganze Look. So. Lichtstimmung, genau. Hammer. Echt schön. Die haben sogar da ganze Monde in der Landschaft. Das ist der Hammer. Wie der Engländer sagt. So, Martin hat es jetzt auch geschafft. Ja, ich bin ja gerade in dieser Aktivitätsübersicht. Und der Daniel kriegt hier für mich die ganzen Sachen. Ich habe 14 präzise Kills gemacht. Und so, sowas ist ja auf der PlayStation nichts wert. Es wird ja nicht am Ende ausgewertet, am Ende vom Leben. Ja. Mann, ich hab hier irgendwie so, ja. Alles super gemacht, glaube ich. Wir haben aber alle den gleichen Geist dabei, oder? Ich glaube, wenn man halt irgend so eine super-duper Vorbesteller-Edition hat, kann man den schon anders anmalen. Und ich glaube, du kannst ja auch später im Spiel andere Skins und so verdienen. Aber jetzt haben wir alle noch den gleichen. Ich glaube, wir sind auch alle der Held. Nee, ich bin der Held. Das Spiel hat mir ganz deutlich gesagt, dass ich der Held bin. Ihr seid alle nur Sidekicks. Das ist Daniel. Wir wissen eigentlich noch nicht so recht, wo Martin in der Hackordnung steht. Wir wissen, dass Daniel unter mir ist, ich unter dir bin. Ja, was denkst du, warum mir bis jetzt noch nicht gezeigt wurde? Das wurde der Reihe nicht aufgebaut. Ich throne demnächst dann ganz oben. Werdet ihr noch sehen. So, wir sind in der Stadt. Wie heißt sie, die Stadt? Die Stadt. Destiny. Das ist die letzte Stadt, die der Traveler, also dieser Planet da, Final Destination, beschützen kann. Das finde ich immer gut, Final Destination. Final Destiny Nation, so heißt die Stadt. Destiny Nation, ah. Oh, Ladezeiten könnten auch ein bisschen kürzer sein. Jetzt ich habe gerade eben schon voll Angst gehabt, dass das, weil das ist das erste Mal, dass du auf die Multiplayer-Umgebung zugreifst, dass jetzt die Server schon schmelzen sind. Ach so, dass sie da schon Probleme haben. Bei mir hat er da auch schon so lange geladen. Alles überlastet. Das kann gut sein, ja. Ja, Starttag, Destiny. Starttag. Ist, glaube ich, das meist vorgestellte Spiel jetzt inzwischen. Ja. Hatte nicht vor kurzem noch Watch Dogs diesen Rang inne, jetzt hat es Destiny. Ich weiß gar nicht. Das lädt sich hier tot. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie das PlayStation-Netzwerk. Nee, also bei mir hat es auch so lange geladen und dann ging es irgendwann. Willkommen, Titan. Namen gemerkt. Stehst du da jetzt eigentlich? Nee, du bist dann in einer anderen. Wahrscheinlich in einer anderen, oder? Instanz. Jetzt muss ich quasi zu meiner Commanderin, Commander Zavala. Boah, schaut euch das an. Was für ein cooles. Meine sieht viel cooler aus. Cooles Artwork. Das werden wir ja alles sehen, wenn wir hier durchschalten. Wenn in den nächsten Folgen dann mal die anderen Figuren zu sehen sind. Aber jetzt machen wir immer so Session-weise. Steigt er jetzt aus? Steig halt mal aus. Na, bin ich's? Es wäre halt cool, wenn es schon erkennen würde, dass wir irgendwie befreundet sind und uns bevorzugt dann schon bevorzugt. Das will man aber eigentlich gar nicht. Würden. Du spielst jetzt alleine, ohne dass du dich verabredest, und dann stehen plötzlich andere Nerv-Ärsche neben dir. Das hast du gesagt, so heute Abend mal schön spielen. Diese Hackfressen nicht sehen, nicht let's playen und dann, hallo, komm, let's playen hier. Irgendjemand tanzt schon mit uns hier. Das geht ging, ja so das ging das mit unten? Das sind aber gute Moves. Nee, unten ist hinsetzen. Oh, der kann aber tatsächlich. Finde ich gar nicht schlecht. Das sind fast wie die Moves hier in Guardians of the Galaxy. Mal hier. Schau, wo er auch dann den Dance aufmacht von Kevin Bacon gelernt. Schau, ist am Ende mit dem Ablenken. Also, ja. Stimmt. Yeah. Dance auf hat schon zu viel verraten, aber was? Guck mal, ich will gar nicht mehr aufhören. Jetzt reicht's aber mal. So, ja, ich würde sagen. So, wie finden wir uns denn jetzt? Wie kommen wir zusammen? Ihr müsstet eigentlich noch mit drei NPCs reden und dann seid ihr erst so weit, dass wir uns zusammenfinden können. Ja, dann mache ich das schnell mal. Dann mach das doch noch schnell. Das dauert nämlich auch keine NPCs raiden. Das sind die grün leuchtenden Symbole, zu denen ich hin soll. Ich muss diese Stadt ist mehr oder weniger so unser Hub für alles. Was man hier genau machen kann, das gucken wir uns dann mal irgendwann an. Ich muss zu Ikora Ray, das ist die Mentorin der Warlocks. Ja, jeder hat jetzt hier einen anderen, ne? Also, der ist halt wie im MMO, wenn du die Klasse hast, hast du aber deinen Meister. Dann erklärt du doch das Spiel. Völlig anderes Spielgefühl für uns alle drei. Das ist was ganz anderes, darf man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Wir sind nicht mehr so stark. Oh, ich kriege eine neue Ausrüstung. Ein Satz Warlock-Feldgewebe und etwas Glimmer. Titanen-Feldausrüstung, finde ich gut. Bei Warlock, ist ja okay, wenn man ein bisschen Glimmer kriegt, aber warum der Titan jetzt auch ein bisschen Glimmer kriegt? Das wirkt so ein bisschen veralbernd. Also man hat jetzt 100 Glimmer. Oh, ich kann mir hier lauter Sachen nicht kaufen. Vorhautmarken und Schmelztiegelmarken. Oh Gott, es geht schon, es geht so bergab.
Das mit Zimmer und Rüstung so, gibt es hier noch irgendwie. Was das ist, weiß Michi und wird uns irgendwann darüber informieren. Mhm. Jetzt gibt es hier noch so Rüstung, aber alles nicht für mich. Soweit ich weiß, sind diese ganzen Vorhut-Sachen, das ist seitlich hier dieses Symbol. Vorhut ist ein Multiplayer, oder? Nee, das hier. Diese Rufdinger kriegst du, wenn du so Aufgaben machst, die in der Spielwelt sind. Also ja. Das sind so Events, immer sich, dass du so ein Schiff abwehren musst. Stimmt, oder irgendwie so Bohrtürme besetzen und dann kriegst du da so. Das ist der totale Grind gewesen in der Beta. Also irgendwie, ich hab 10 oder 20 von denen gemacht und dann ein Level so aufgestiegen. Du hast einen neuen Brustschutz gekriegt, ne? Hab ich auch. Mit 23 Punkten. Die sehen sich extrem ähnlich. Aber da gibt's bestimmt später noch andere. Ja, man kann Ausrüstung, die man dabei hat und nicht wieder zurückklappen will, kann man auch in ihre Einzelteile, glaube ich, zerlegen und haben Ressourcen. Ich zerlege meine alte Rüstung mal, die ich ja nicht mehr brauche. Das mache ich gleich mal. Es gibt ja... Habe ich 14 Glimmer gekriegt für meine alte, für meinen alten Brustschutz. Das ist momentan auch, glaube ich, das einzig probate Mittel, das zu zerlegen, weil es gibt kein Handelssystem. Also du kannst Gegenstände nicht zwischen Spielern irgendwie hin und her tauschen. Jetzt will ich euch irgendwas geben. Ich tue immer so. Das habt ihr in der Kiste auch nichts gehabt. Das Glimmer ist eigentlich schon zerlegen. Das Glimmer ist das Zeug, womit sich der Edward einschmiert, oder? Richtig. Und die Stripperin abends. Wenn wir mit das Let's Play fertig sind. Genau. Was nehme ich denn hier? Ich kann hier einen Revolver nehmen, ich kann hier ein Scout-Gewehr nehmen. Revolver ist meins. Ein Impulsgewehr oder Automatikgewehr? Impulsgewehr finde ich klingt cool. Das ist so Sci-Fi. Mit Laser. Mit Lasern? Echt? Ja, cool. Ist gekauft. Oder? Laser. Wer ist noch der Laser-Hasser hier? Michi? Ich mag Laser nicht. Ich habe mir jetzt einen Revolver und ein Scharfschützengewehr gekauft. Du wirst meinen Laser nicht mögen. Ja, okay. Dazu sage ich nichts. Jetzt muss ich das anlegen. Habt ihr auch den Turmwaffenmeister gehabt oder haben wir auch verschiedene Waffenmeister gehabt? Nee, das müsste immer der gleiche sein. Es wird ja hier nicht jeder mit einer Extrawurst bedient. Wähle deine Waffe, Hüter. Ich kann dann zwischen einem Automatik, also zum Beispiel auch die gleichen dann, oder was? Schade, dass man heißt auch normalerweise dann Guardian, oder? Ja. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht in der deutschen Version mit drin ist. Michis Batman-Poster ist gerade von der Wand gefallen. Mal wieder. Alle 5 Minuten fällt es runter und er hofft tatsächlich, das Ding jedes Mal wieder neu mit Kaugummi ankleben zu können. Aber hey, passt Stimmung schon. Vollkommen im Arsch, ich will nach Hause. Sprungschiff der Arcadia-Klasse. Du hast das Impulsgewehr genommen? Sag mal, ist das bei euch auch noch so? Ich sehe das aus dem Winkel nicht, dass die total schielt. Sie hier? Die Schiffsmeisterin? Ja. Sie Fischauge bei Hotshots. Ja, genau, wie sie. Ich kann hier lauter andere Schiffe auch nicht kaufen. Was bringen mir die? Michi, weißt du da was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe davon aus, dass du der Destiny-Experte bist. Ich weiß auch nicht warum. Ich antworte halt einfach mit irgendwas, was ich mir gerade ausgedacht habe. Ich nehme mal an, dass man die Schiffe tatsächlich später braucht, um bestimmte Koordinaten anfliegen zu können. Das ist irgendwie so eine Art Levelbegrenzung oder so, oder Gebietsbegrenzung, aber ich weiß es nicht. Habt ihr also, euch, oder also du bla bla bla. Hast du die Munitionssynthese gekauft? Bei dem Waffenmeister? Nee. Das sind, glaube ich, Munitions... Kostet auch voll viel, es kostet 100 Glimmer. Ja, das sind... Voll krass. Das rentiert sich am Anfang Zusatzsachen, nicht. Das brauchst du, glaube ich. Das ist halt nicht. Anscheinend, füllt Primärmunition augenblicklich auf. Und ich halt irgendwie man kann durchaus in dem Spiel schießt. Sehr, sehr schnell in Munitionsbedrängnis kommen, weil die wird ja nur von Gegnern fallen gelassen. Du musst halt deine Waffen entsprechend durchwechseln. Also wenn du jetzt sagst, du willst nur mit deinem Scharfschützengewehr schießen, das geht halt nicht. Das würde halt ich ja nie sagen. Das wäre ja eher ein Satz, den du sagen würdest. Aber ich würde sagen, ich will nur mit meinem Impulsgewehr schießen. Das geht aber wenn auch es Laser kann. Du so, jetzt kann ich irgendwas machen. Ich kann irgendwas machen und zwar, wenn du im Turm fertig bist, drücke, das ist hier die Pad-Anzeige und halte das Dreieck, um zum Orbit zu gelangen. Dann sind wir eigentlich auch so weit, dass wir zusammenspielen können. Aber das wäre dann eine Geschichte für die nächste Folge, zu der ihr dann hoffentlich wieder einschaltet. Bis dann. Ciao. Tschüss.